Auch in diesem Jahr wurde in der Finsterwalder Grundschule Nord wieder das traditionelle Herbstfest gefeiert. Und das seit ca. 30 Jahren. An der Vorbereitung und Durchführung sind viele Helfer beteiligt. Neben Schule und Hort engagieren sich Hausmeister, Förderverein, Eltern und Kinder. Schulleiterin Jeanette Pluquette bedankte sich bei allen Helfern und verwies stolz auf eine Plakette, die der Hausmeister enthüllte. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ganz viele Gelder bereitgestellt werden für 110 Schulen im Land Brandenburg. Es gibt drei Säulen. Die Säule 1 heißt, der Schulträger bekommt Geld, um bauliche Maßnahmen zu machen, zum Beispiel Räume für die Schulsozialarbeiter zu errichten, Förderräume, Außenanlagen, Spielgeräte anzuschaffen. Dann haben wir die Säule 2. Da können wir also uns selber fortbilden, uns überlegen, wie wir multiprofessionelle Teams errichten. Und die Säule 3 ist dann zur Ausschmückung aller dieser Aktivitäten. Sie amüsiert sich noch ein bisschen, bis die Kapelle eintritt und die Musik gespielt wird. Und dann starten wir zum Lampionumzug, wenn ich ein Signal gebe. Viel Spaß und viel Vergnügen. Die Zeit bis dahin ließ sich gut überbrücken. An den Ständen gab es jede Menge Leckereien. Auch am Bauchladen kam man nicht so leicht vorbei. Da gab es Köstlichkeiten wie auf dem Rummel. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Naja, wir haben letztes Jahr angefangen und das zu Hause halt selbst gemacht. Und da sind wir halt dann auf die Idee gekommen, das hier zu verkaufen. Wer hat euch dabei geholfen oder habt das wirklich alleine geschafft? Nee, wir haben es nicht ganz alleine geschafft wie Kinder, sondern mit unseren Eltern natürlich. Wie in den Vorjahren veranstaltete der Hort wieder eine Trödeltombola mit vielen attraktiven Gewinnen. Inzwischen zeigte sich am Himmel der Mond in voller Größe. Endlich konnte der Lampion-Umzug beginnen. Vorneweg die Sunpipers und dahinter Mädchen und Jungen mit bunten, leuchtenden Laternen. Abgesichert wurde der Umzug durch die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Sonnen. Einmal rund ums Karree, dann endete der Umzug wieder auf dem Schulgelände. Ein weiterer Höhepunkt beim Herbstfest war das Lagerfeuer. Unter den wachsamen Augen der Kameraden aus Sorno loderten große Flammen und sprühten kleine Funken. Das Herbstfest der Grundschule Nord war wieder rundum gelungen. Gibt es da eigentlich noch Wünsche? Also wir hatten ja mal eine vierte Etage, die irgendwann mal abgetragen wurde, 2001 bis 2003. Jetzt könnten wir sie langsam wieder gebrauchen, weil doch wieder mehr Kinder da sind. Und der eine oder andere Raum würde uns fehlen, wie zum Beispiel für die Schulsozialarbeit. Dort sieht es ein bisschen klein aus, das könnte noch ein bisschen ausgebaut werden. Man kann gespannt sein auf die nächsten Aktivitäten in der Finsterwalder Grundschule Nord.